Zeig mal bitte dein Deck. Das Deck habe ich schon auf YouTube. Oh, jetzt haben wir hier einen Zehner. Also nicht nur, dass wir jetzt gegen Level 10er spielen, mit einer Rakete startet. Nein, wir haben auch noch so eine super dermaßen beschissene Starterhand, dass wir noch nicht mal irgendwas Geiles setzen können. Wir mussten jetzt unsere Bogenschützen opfern. Weil einfach nichts ging. Wir predicten mal, was setzen die Fire Spirits ein. Oh, sauber! Das mögen wir doch. Sehr geil. Jetzt hier als frischer Level 7er gegen Level 10er. Ja, der kann natürlich das Musketier one-hitten, das macht Spaß. Boah, ist das ätzend. Ist das ätzend. Wären wir hier im Turnier Standard, hätte ich schon gewonnen. Da hätte ich schon gewonnen. Nach so einem Predict gegen die Minions ist es dann schwierig, zurück ins Spiel zu finden. Aber der Gegner ist hier auf Level 10. Er müsste eigentlich bei 3000 Trophäen sein. Hält sich hier einfach mal nur bei 2000 Trophäen auf. Spielt jetzt hier gegen Level 7er. Warum macht er das? Keiner weiß es. Die Barbaren hat er auch noch dabei, das tut halt richtig weh gegen uns. So, mit den Kobolden können wir jetzt das Giant Skeleton aufhalten. Und dann kommt wieder die nächste Rakete. Also wenn er so den Turm bekommen sollte und das Spiel gewinnen sollte, das ist ja dann... Dann haben wir ja einen Rekord. Größter Abfuck-Gegner in Clash Royale. Ich glaube, der zieht das jetzt da durch mit seinen Zaubern. Wieder mal ein Predict. Das sah auch wieder gut aus. Okay, sein Turm fällt. Und es geht noch 25 Sekunden. Und wir gewinnen 2:0. Gegen den dreckigsten Clash Royale Spieler überhaupt. Er droppt jetzt runter auf 2000 Trophäen. Um irgendwelche Noobs zu rasieren und sich daran aufzugeilen, ich weiß es nicht. Seltene Karte Level 7. Seltene Karte Level 7. Die Rakete Level 7 knallt er uns hier die ganze Zeit rüber. Legendary Karte natürlich auch dabei gehabt. Boah. Das wäre so bitter, hätten wir dort verloren. Aber gut, wir gewinnen. Und damit vergrößert sich unsere Siegeserie. Es ist ein geiles Deck für die Arena hier. Es ist ein geiles Deck. Ab wann kann man spielen? Ich glaube, ab Arena 5. Genau, ab Arena 5 kann man das Deck spielen. Da kann ich es wirklich nur empfehlen. Bis in Arena 7. Optional kann man hier anstatt den Bogenschützen, wenn ihr es habt, die Prinzessin nehmen. Den Ice Wizard oder bestenfalls sogar die Elixierpumpe, Minions, da kann man alles reinpacken. Aber dieses Deck, das Giant Poison Deck, das ist zurzeit wirklich mit das Beste. Nächstes Game. Der nächste Level 10er, das ist doch scheiße. Welcher Zuschauer hat jetzt hier geschrieben, dass ich mit dem Deck oder dass ich mit dem Kartenlevel als Level 7er 2400 Trophäen erreichen kann? Das war ja komplett gelogen, oder nicht? Wie soll ich denn jetzt noch 300 Trophäen aufrüsten? Schönes Musketier. Das ist das Musketier geil. Die Karte hat einfach eine unglaublich große Reichweite.
Und das kann man ausnutzen. Ich habe es jetzt auf die rechte Seite gestellt, aber es hat die ganze Zeit die linke Seite verteidigt. Und der Gegner lief das Game. Nach der Verteidigung lief er das Game. Kommt er nochmal wieder? Ich denke nicht. Ich glaube, das war jetzt sowas wie ein Rage Quit. Okay. Das ist natürlich. Ich seh das Spiel jetzt hier schon als Sieg, weil wir haben halt die perfekte Verteidigung hingelegt. Und wenn der Gegner dann sauer ist und das Spiel verlässt, dann ist es in gewisser Weise schon ein Sieg für uns, dass wir jetzt als Level 7er ein Level 10er zum Rage Quitten bringen durch die gelungene Verteidigung. Und dann gewinnen wir auch wieder das nächste Spiel. Also jetzt zweimal hintereinander gegen Level 10er, auch wenn er jetzt hier nicht bis zum Ende durchgespielt hat. Jetzt haben wir hier als Level 7er zwei Level 10er hintereinander zerstört.